Wie in dem Vorstellungsvideo des Trainshot Trainingssystems habe ich euch ja schon angekündigt, dass ich gestern Sonntag, heilige Ostersonntag, das System mal mit auf die Range nehme und einem ersten Test unterziehen werde. Nun, das habe ich auch getan. Ich bin im Moment noch ein bisschen so von den ersten Eindrücken ein bisschen zweigeteilt. Ich finde das System als solches eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Es erfordert ein ganz klein wenig Gewöhnung, besonders was die Handhabung der App betrifft. Da es halt bei uns unser geregeltes SLG-Training war, konnte ich jetzt nicht unbedingt so dieses System in der Fülle testen. Das heißt, ich habe einfach mal schnelles Ziehen und Schießen trainiert, geübt, um es einfach halt mal auf Video aufzuzeichnen. Ich hatte eigentlich drei Kameras positioniert, eine vorne an der Scheibe, eine auf meinem Smartphone gerichtet und dann natürlich die Hauptkamera auf mich beim Schießen. Die dritte Kamera, sprich die, die auf die Scheibe gerichtet war, die Videos, die waren nicht verwendbar, weil der Einfangbereich einfach zu weit weg war und damit das so unscharf werden würde, wenn ich ranzoome, dass es nichts bringen würde, euch das tatsächlich zu zeigen. Das heißt, ihr seht gleich im Nachgang an diese kurze Ansprache das eigentliche Schießvideo mit der Einblendung der App. Die App an sich, wie gesagt, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie sie tatsächlich funktioniert. Sie ist nicht hochkompliziert, aber vielleicht habe ich einfach nur den falschen Trainingsmodus gewählt oder wie auch immer, aber das seht ihr auch so ein bisschen in dem Video, dass sich die App unterschiedlich verhält, obwohl ich den gleichen Trainingsmodus für diese 3-4 Serien, die ich geschossen habe, verwendet habe. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil das ist wie mit allem anderen innerhalb der IT auch. Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Der Trainingsaufbau war relativ einfach, relativ in Anführungsstrichen. Ich muss mir natürlich überlegen, wie hänge ich dieses Trainshot-System auf meiner Styrodurplatte auf. Also habe ich oben zwei Schrauben reingesteckt in die Styrodurplatte, habe mir den mitgelieferten Kabelbindern das Ding da oben aufgehängt und der Drops war gelutscht, hat wunderbar funktioniert und nein, ich habe den Trainshot nicht getroffen. Falls jemand auf den Trichter kommt und sagt, der hat da bestimmt getroffen. Ja, nein, habe ich nicht, aber selbst wenn, er sollte das durchaus aushalten. Hat ja eine Hardox-Platte vorne drauf. Irritierend bei der ganzen Geschichte ist natürlich, es ist aber das gleiche wie auch mit dem Mantis X-System, wenn man den scharfen Schuss damit trainiert, ist halt ganz einfach, der Blick wandert unweigerlich immer runter auf die App. Ein ganz klein wenig schade ist halt, ja, die Treffer werden angezeigt. Ich habe die IPSC-Scheibe verwendet, ich zeige sie euch gleich. Und der Treffer im ABC-Bereich wird angezeigt und zwar sofort. Aber auch sehr kurz nur. Das heißt, wenn ich ziehe und schieße, bam, bam, macht zum Beispiel eine Doublette, wie in dem nachfolgenden Video, dann seht ihr, dass diese Fläche aufleuchtet, grün wird. Hat aber auch das Problem, dieses Aufleuchten wird nicht nachgehalten. Das heißt, ich sehe, wenn ich runterschaue, nicht mehr, wo ich diese Treffer gelandet habe, weil ich kann nicht, während ich schieße, so runtergucken, um zu gucken, wo ich treffe. Das funktioniert nicht. Hier wäre also durchaus wünschenswert, dass die App so verändert wird, dass eben die Treffer angezeigt werden. Tatsächlich, während ich auf der Range bin und ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Handy hier unten am Unterarm oder das Ding auf Kopfhöhe, da habe ich jetzt zum Beispiel bei mir auf dem Stand nicht die Möglichkeit. Aber das System ist ziemlich cool. Wie ich auch schon bereits erwähnt habe, in dem Starter-Set sind drei verschiedene Scheiben mit dem Lieferumfang enthalten. Die will ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir einmal die in Deutschland No-Go-Scheibe, und zwar eine Geiselnehmerscheibe. Diese dürfen wir hier in Deutschland nicht verwenden. Der Besitz ist zwar in Ordnung, aber ich darf sie nicht auf dem Schießstand nutzen. Ganz, ganz wichtig, dann habt ihr ein echtes dickes Problem an der Backe. Die zweite Scheibe ist die, die ich ja bereits in dem Einführungsvideo oder Unboxing-Video gezeigt habe. Das ist diese A- bis E-Scheibe. Hier werden dann tatsächlich die einzelnen Buchstabenbereiche angesteuert und aufgezeigt, wo die Treffer dann gelandet sind. Und da gibt es dann auch tatsächlich Modis, die ein Zufallsprinzip erzeugen, dass er also auf einmal aufzeigt, du sollst auf D schießen, du sollst auf B schießen oder wie auch immer. Das werde ich auf jeden Fall nochmal testen. So, und dann haben wir hier diese IPSC-Scheibe, dieses Achteck. Und da seht ihr dann auch, das ist die Scheibe, die ich gestern beschossen habe. Und da seht ihr auch, da sind ein paar, die sind im
Wir haben den Alpha-Bereich, wir haben den Bravo-Bereich und wir haben den Charlie-Bereich. Und ich habe hier oben durchaus auch einmal den Charlie erwischt hier oben. Wir haben aber primär alle Treffer eigentlich relativ kompakt im Alpha-Bereich mit drin. So, und wir sehen dann auch jetzt hier von der Rückseite, hier ist diese Metallfolie, diese Alufolie, Blechfolie, wie auch immer, die eben den Kontakt misst, den Widerstand misst, um die Treffer dann entsprechend einem Feld zuzuordnen. Und ihr werdet auch sehen in dem kleinen Einspieler, oben rechts habe ich die Videosequenz mit der App hinterlegt, dass dann halt die Treffer, die hier landen, da seht ihr diesen Bereich aufleuchten in der App, die Treffer, die, sag ich mal, im Bravo-Bereich sind, ebenfalls, und Charlie-Bereich. Ne, ist ja gar kein, ist ja ein Bravo-Bereich, Entschuldigung. Das seht ihr dann tatsächlich, wo die Treffer in der App gelandet sind. Also eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, und ich denke mal, wenn man dieses System mit einem etwas größeren Monitor als einem Smartphone, also sprich zum Beispiel mit einem Tablet-System kombiniert, dann habe ich auch eine wesentlich bessere Sicht auf die Treffer und ich werde nicht so stark von dem Smartphone abgelenkt. Also das ist, denke ich mal, einfach nur eine Sache, wie ich das umsetze. Sehr interessant finde ich dieses System zum Beispiel für Vereine, um zum Beispiel auch das Training ein bisschen interaktiver zu gestalten, gerade für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene, wenn man so etwas dort mal anbieten will. Ich werde definitiv weitere Videos mit diesem System machen und werde euch auf dem Laufenden halten. Ich sag mal, Stand jetzt, sag mal, ist es durchaus ein cooles System. Es ist preislich interessant im Starter-Set mit 249 €. In der App können auch zeitgleich mehrere Basissysteme miteinander gekoppelt werden, dass ich also in der App mehrere habe, um so zum Beispiel auch ein IPSC-Parcours aufzubauen. Und damit habe ich dann tatsächlich auch Scheibe für Scheibe, kann ich mir dann, kriege ich angezeigt, wie ich wo denn getroffen habe. Und dafür sehe ich das Ding wirklich als Nutzungsszenario mit 2, 3, 4, wenn man das Geld investieren möchte, von diesem Trainshot-System, um sie dann tatsächlich miteinander zu kombinieren. In diesem Sinn, das ist das Trainshot elektronische Trainingssystem. Ziemlich coole Geschichte. Stand jetzt auf jeden Fall empfehlenswert.